dass sie eigentlich klarer denken konnte als die meisten Leute ihrer Zeit, das hat überhaupt gar keiner überhaupt gesehen oder auch nur erwähnt. Und das macht einen natürlich irgendwo wütend, oder deswegen will man die Frau einfach nochmal zur Sprache kommen lassen.1958 begegnen sich die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann und der Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Es ist der Anfang einer leidenschaftlichen, aber auch toxischen Liebesbeziehung. Denn künstlerische Auseinandersetzungen und die Eifersucht von Max Frisch zerstören nach und nach die Harmonie. Jahre später reist Ingeborg Bachmann in die Wüste. Dort versucht sie, ihre Beziehung zu Max Frisch zu verarbeiten und sich davon zu lösen. Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin. Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will. Die Titelrolle im Drama Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste spielt Vicky Kriebs. Beim Zürich Film Festival haben wir sie zum Interview getroffen. Hallo Vicky, vielleicht kannst du erst mal kurz zum Einstieg sagen, was hat dich denn besonders daran gereizt, Ingeborg Bachmann zu spielen? Was hat mich daran gereizt? Also eigentlich vor allem, ehrlich gesagt, Margarete von Trotha. Und dann das fantastische Drehbuch. Das war eines der besten Drehbücher, das ich je gelesen habe. Und dann natürlich die Geschichte dieser Frau, die für mich einfach eine der größten Denker unserer Zeit ist, immer noch. Und die nicht genug, die ich glaube, nicht genug dafür gesehen wurde. Genau, was würdest du sagen, hat dich so an ihr am meisten beeindruckt, also an der realen? An der realen Person, Ingeborg war beeindruckt. Einmal also einfach ihre Sprache, ihre Schärfe. Ich glaube nicht, dass noch ein anderer Mensch so scharf gedacht hat wie Ingeborg Bachmann, jemals. Die Ehrlichkeit, verbunden mit dem Herz und dass sie immer an die Utopie geglaubt hat. Also sie hat gewusst um den Abgrund, sie hat den Schmerz, am Leben sein zu müssen in dieser Welt, in diesem Konstrukt, in dieser Version von Leben, die wir hier haben, das Schmerz, aber trotzdem die Utopie nie aufzugeben. Sie hat immer an eine Utopie geglaubt. Und das spürt man in all ihren Texten, in all ihren Sätzen, in all ihren Gedichten, dass da immer auch die Utopie irgendwo ist. Und was würdest du sagen, was zeichnet so die Beziehung zu Max Frisch aus? Ich glaube, Max Frisch war die Möglichkeit auf die wirkliche ganze Wahrheit. Und es hat nicht geklappt. Also ich glaube, Max Frisch, deswegen redet sie von Pakt. Ich glaube, Max Frisch hat das dargestellt, was man manchmal hat, wenn man jemanden kennenlernt, wo man sich wirklich sieht, wo zwei Menschen sich wirklich sehen. Und ich glaube, die haben sich wirklich gesehen und auch wirklich geliebt. Nur er war nicht in der Lage, irgendwie das zu Ende zu gehen, dieses absolute Versprechen, was über dem Versprechen der Gesellschaft steht. Also wer bin ich in Bezug zu allen anderen, in Bezug zu meiner Familie, meiner Geschichte und wer bin ich mit dir? Und das wäre die Chance gewesen für ihn, mit einer anderen Person etwas zu leben, was so unique gewesen wäre, so einzigartig und lebendig, aber nur so gehalten werden durfte. Und er hat es leider aufs Spiel gesetzt, glaube ich. Du machst aus mir noch ein Dandy. Ich zieh mich danach gleich wieder um. Wer war der Mann? Von wem sind die Blumen? Wir hatten einen Pakt. Und was du machst, ist Verrat. Ich brauche die morgen, um zu arbeiten. Und ich arbeite nicht? Ich habe den Eindruck, er ist selten. Ja, weil deine Kalaschnikow mich wahnsinnig macht. Ich halte es ja nicht mehr aus. Das heißt, du hältst es mit mir nicht mehr aus. Wie war es dann auch mit Ronald Zerfeld als deinem Spielpartner? Ja, ganz fantastisch. Also, ich habe nie an Max Frisch gedacht und gleichzeitig war Max Frisch irgendwie immer da. Also, das war ganz verrückt. Also, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und er hat diese unglaubliche Wärme und ja, die Wärme und so eine Direktheit, das ist ganz eine Menschlichkeit. Ronald hat eine Menschlichkeit, die ich finde, die das Arbeiten mit ihm zu so einem Erlebnis macht, was sich ein bisschen wie so Familie anfühlt, aber auch gleichzeitig wir arbeiten, aber auch immer, es bleibt eine Herausforderung, aber man weiß trotzdem, wo man ist mit ihm. Genau, und das Ganze ist ja auch natürlich eine Emanzipationsgeschichte. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es auch, Geschichten, die halt im vergangenen Zeit spielen, jetzt aber so zu erzählen? Ganz wichtig, weil ich glaube, dass die Emanzipation der Frau gerade sehr merkwürdig vorangeht, zurückgeht, stehen bleibt, sich weiterentwickelt, doch nicht.
Also ganz, ganz verrückt ist das. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zurückzublicken, um zu verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Bei mir, also allein dadurch, dass ich diese Filme mache, und ich mache einige von diesen Filmen, ist mir so viel bewusst geworden, wie ich eigentlich die Tochter bin von diesen ganzen Frauen vor mir, die noch so viel mehr beweisen mussten und so viel mehr erfüllen mussten und abhängig waren davon, dass man sie als Frau schön findet, gut findet, lieb findet, brav findet, funktionstüchtig findet. Also wenn man als Mutter nicht funktioniert hat, wenn man als Liebhaberin nicht funktioniert hat, dann war man sofort ausrangiert und fast schon, naja, gut für die Klapse oder so. Das ging nicht. Also, und eine Frau musste sich zusammenreißen und egal wie, mit Zähnen zusammenbeißen, das so hinkriegen, dass sie auch noch lächelt und dass sie immer gut gelaunt ist und dass während die Bomben fallen, das Kind ein Lied gesungen bekommt, damit das Kind nicht auch noch ein Trauma bekommt. Weil einer muss es ja tun und das haben die Frauen immer gemacht. Und ich glaube, dadurch waren sie abgelenkt und hatten gar keine Zeit dafür zu denken, was sie eigentlich wollen oder wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich darüber denken. Und Ingeborg Bachmann hat sich das rausgenommen zu sagen, na, ich denke jetzt aber mal einfach. Und ist daran gescheitert. Sie ist nicht nur an Max Frisch gescheitert oder an den Männern gescheitert oder an der Gesellschaft. Sie ist auch irgendwo am Denken gescheitert, weil das ist ja auch unerhört, als Frau und auch als Mensch, sich das rauszunehmen, zu sagen, so, ich gucke mir das hier jetzt alles an und ich bin zwar Teil dieser Gesellschaft, aber ich setze mich jetzt zurück und ich denke mir jetzt was dazu und mache mir meine eigenen Gedanken. Da spielt man auch mit dem Feuer. Und trotzdem finde ich alles, was sie gedacht hat, so unglaublich richtig und wichtig und groß. Und das war auch, glaube ich, das, warum ich den Film machen wollte, auch die Wut darüber, dass wieder so eine Frau, so eine fantastische, ich will sie noch nicht mal Frau nennen, so ein fantastischer Mensch, so ein Denker einfach, nicht gesehen wurde für das, was sie da gedacht hat, sondern für ihre Gedichte und ihre Lyrik und das, dass sie ein Mädchen war und ja auch irgendwie ganz hübsch war und dann war sie auf dem Spiegel vorne drauf. Aber dass sie eigentlich klarer denken konnte als die meisten Leute ihrer Zeit, das hat überhaupt gar keiner überhaupt gesehen oder auch nur erwähnt. Und das macht einen natürlich irgendwo wütend oder deswegen will man die Frau einfach nochmal zur Sprache kommen lassen. Ja. Genau, und was würdest du generell sagen? Also ich sag mal jetzt in dem Beispiel eben, es ist ja auch eben, die Darstellung ist ja sehr vielschichtig, komplex, auch die ganzen Widersprüche, die Emotionalität, die Intellektualität. Und es gibt ja natürlich viele Frauenrollen mittlerweile, die in der Komplexität dargestellt werden. Auch zum Beispiel Corsage hast du ja auch sehr brillant gespielt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und wie, also nimmst du generell so, sagen wir mal, die Entwicklung der letzten 10 Jahre wahr? Also hat sich da wirklich was getan? Also wo stehen wir gerade? Ja, also ich glaube, vor 10 Jahren hätte man gesagt, wenn eine Frauenfigur kompliziert gewesen wäre, nein, da geht keiner mit. Die ist ja zu kompliziert, die ist ja nicht empathisch. Also wenn du dir die Filmgeschichte anguckst, die Frau immer dazu da, den Zuschauer abzuholen, zu sagen, okay, es passiert gerade was ganz Schlimmes, aber schau mal, die Frau ist auch mit dabei, also ist okay. Und die Frau fühlt dann für den Zuschauer und die Frau ist dann die, also und dass eine Frau vielleicht auf Abstand bleibt und schwierig ist und unergründlich ist oder mysteriös ist oder merkwürdig, das hat es nicht gegeben. Ich glaube, das gibt's immer mehr. Da passiert wirklich was. Und auch Frauen, die diese Themen erzählen. Und es bleibt immer noch schwierig, aber immerhin gibt es sie ja. Also es gibt mich ja auch zum Beispiel. Und es gibt Marie Kreuzer und es gibt den Film. Und der Film ist jetzt der Film, der er ist für immer. Und es ist wie so ein riesen Kinderstreich, der aber sehr ernst gemeint ist und wo sehr viel Arbeit dahinter steckt und der jetzt da steht. Alles klar, das war schon. Vielen Dank. Du sagtest heute in deiner Rede, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dann hast du mir ja doch zugehört.